Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Truckers Bus Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, im Grunde genommen, da ich mehr oder weniger holterdiepolter auch selber hier reingegangen bin ins Game, habe ich gar nicht so wirklich die Story mehr oder weniger erzählt. Ich weiß gar nicht, wie die Story allgemein ist, aber im Grunde genommen fangen wir ein neues Leben hier in Fuerteventura an und ja. Mehr ist eigentlich gar nicht wirklich zu sagen, außer dass wir halt hier ein Tourist-Unternehmen aufbauen wollen, was wir quasi in der Vergangenheit ja schon bereits getan haben in Seaside Valley, wobei es da halt eher ein allgemeines System war, ein allgemeines Busunternehmen war. Und hier sind wir halt eher so auf Touristen aus und wollen halt den Touristen ein bisschen mehr von der Landschaft zeigen. Und deswegen sind wir hier, wir haben angefangen mit 200.000, 200.000 haben wir noch mitgenommen von unserem Budget, was wir so mitbekommen haben und mitnehmen noch konnten von Seaside Valley, und sind dann hier zu unserer Busgarage und unserem Hauptquartier gefahren und haben uns bereits auch schon einen Bus gekauft, den MAN Lions Coach Second Generation, glaube ich. Ja, richtig. Den holen wir uns jetzt am Hafen ab und das machen wir jetzt. Und gut, prinzipiell könnte ich eigentlich auch mit dem anderen fahren, und wir haben ja sogar einen ausrangierten Buggy mehr oder weniger. Warum schleiche ich denn jetzt? Oh, kann auch normal gehen, gut zu wissen. Ich dachte, das geht nur rennen. Ich frage mich jetzt nur, wie ich das normal Laufen hinbekommen habe. Mit Shift. Gut zu wissen. Wenn wir da mal rumschlendern wollen, dann weiß ich zumindest, wie das dann halt geht. Ich würde sagen, wir fahren mit unserem eigenen Auto. Wenn ich hier durchkommen will. Oh, wir können den Buggy sogar. Wir müssen alle Einzelteile finden, um den Buggy uns zusammenzubasteln. Das ist ja nice. Auch noch mit Collectibles und so weiter. Wir haben auch beim letzten Mal uns ein bisschen Garage angeschaut und gesehen, es liegt zum Teil einiges an Geld rum. Ein bisschen habe ich schon mitgenommen beim letzten Mal. Ich frage mich hier mit den ganzen Scham und so weiter, ob wir hier auch was anfangen können. $4.000 liegen nochmal schön rum. Wir haben nicht so was wie ein Portemonnaie, ne? Ne. Aber das mit den Finanzen, das kommt bestimmt noch. Bevor das Schiff jetzt unser Servicefahrzeug brauchen wir nicht. Wir können mit unserem eigenen Bus fahren. Mit unserem eigenen Auto fahren. Ich kann jetzt nochmal gucken. Okay, 3 und 4, das funktioniert wunderbar. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt los und eigentlich brauchen wir das Licht nicht. Und holen. Rückwärtsgang, hoppla. Und holen dann jetzt unseren. Ich wusste, ich hab's vergessen. Ich wollte gucken, wie der Tempomat ist. Dann schaue ich nochmal kurz fix nach. Dann fahren wir zum Hafen. Der ist, keine Ahnung, wie weit entfernt. 1 Kilometer. Guck was hin. Gucken wir mal kurz. Ich gucke nach da und es zeigt an, dass es. Ja gut, der Bus, der Hafen ist da. Dann fahren wir zum Hafen. Ich gucke nochmal kurz. Stimmt, es gibt einen Schnellreisemodus. Den will ich aber nicht aktivieren. Da würde ich lieber selber gerne hinfahren. Ich schaue nochmal kurz nach wegen Tempomat und dann fahren wir los. Okay, Tempomat ist auf T, wie ich mir schon bereits dachte. Allerdings gibt es den nur in. Zumindest. Wahrscheinlich auch im Neon. Planner Skyline? Ich weiß gar nicht mehr. Aber den gibt es nicht hier im Auto. Genau, wir werden wahrscheinlich auch sowas haben wie Müdigkeitssimulation, oder auf alle Fälle Essen und Trinken. Schließlich können wir Essen und Trinken kaufen. Deswegen gehe ich davon jetzt einfach mal aus, dass wir uns auch sowas holen können. Aber dass wir halt auch das haben. So, dann gucken wir mal. Da kommt noch ein Auto. Nach dem Auto können wir. Hoppla. Und dann wollen wir mal.
Ja, vielleicht wäre das mit der Schnellreise angenehmer gewesen, weil jetzt haben wir halt dann unser Auto da hinten stehen, aber gut. Who knows? Wir fahren erstmal. Ah, gut, wir drehen nochmal eine extra Runde. Ich habe wieder super aufgepasst. Dann beschleunigen wir mal kurz durch. Und fahren dann zum Hafen. Nicht zum Flughafen, sondern nur zum Hafen. Kommt nichts. Da kommt auch nichts mehr. Wieder kleiner Kickstart hier gehabt. Geht teilweise ein bisschen hier voran als gedacht. So, dann drehen wir nochmal hier eine Runde. Am Flughafen endlich lang. Ach ja, das übliche, die KI und Kreisverkehre. Das übliche Problem, dann dürfen wir jetzt auch 60 fahren. Bin mal gespannt, wie die Steuerung jetzt von dem Bus ist. Da muss ich mich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen an die Steuerung. Oh, wir dürfen nur. Okay, jetzt hier von 90. Jetzt dürfen wir sogar 100. 110, hier den steilen Berg hinauf. Beim Pueblo de Rosario. Oh Gott. Del Rosario, meine Güte. Voilà. Prinzipiell, wir haben hier nur einen Shop. Wenn wir hier noch irgendwo an was vorbeikommen, wo wir halt wirklich, ne, irgendwie was mitnehmen können, um halt die Zufriedenheit der Angestellten, der zukünftigen Angestellten verbessern können und halt Service-Routen auch dorthin packen können. Halten wir natürlich an. Okay, wir haben hier eine Cocktailbar entdeckt. Oh, hoppala. Die nehme ich mal mit. Halte jetzt die ernsthaft den Verkehr auf. Die kommen doch da rüber vorbei. Oh, sogar 4 Sterne. Dieses Restaurant wird als Haltestelle für Sightseeing-Touren verfügbar sein und verbessert ebenfalls die Zufriedenheit deiner Fahrgäste. Das wäre, oh Gott, das war jetzt 2 von 48. Dann schlängen wir es mir wieder durch und machen den Platz frei. Einfach noch ein bisschen mehr auf den Bürgersteig gemusst, damit die KI hier weiterfährt. Oder damit die KI dran vorbeikommt, noch an uns vorbeikommt. Ich weiß auch noch von, ich kann mich noch erinnern von Labans Video, dass, ups, ich wollte nach rechts gucken, aber egal. Das ist auch am Hauptquartier, das ist dort, oh, wir haben hier einen Strand. Jetzt bin ich hier für, ich guck mal, ob man da irgendwie auch noch was hinklicken muss oder so, oder ob es reicht, wenn man einfach nur hier ist. Scheinbar scheinbar hat man es einfach aufgedeckt. Dann fahren wir mal zum Hafen und holen den Bus ab. Also wir fahren schon die ganze Zeit zum Hafen, aber holen wir mal so wirklich unseren Bus ab. War ja was, wir machen hier Tempomat. Wir haben jetzt ein Restaurant entdeckt. Da oben links, oben auf der Klippe. Auch nicht schlecht. Ah, ich bin wieder ein bisschen zu schnell unterwegs. Dann haben wir auch nochmal ein Restaurant. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Dann tippeln wir uns mal weiter zum Hafen.
feiern sowieso schon die ganze Zeit 30, also das ist ja jetzt kein großer Unterschied. Ich weiß gar nicht, kann natürlich sein, dass wir das Auto die ganze Zeit jetzt hier lassen müssen und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Ich habe das Gefühl, ich sollte lieber hier lang. Wie viele Meter sind es noch? Oh, 49 Meter, die können wir auch laufen, dann können wir uns hier hinstellen. Vielleicht jetzt hier ein Parkplatz frei ist. Hier ist ein Parkplatz frei. Oder sogar mehrere. Ich packe mal vorwärts ein, sicher ist sicher. Nicht, dass ich jetzt wieder so käsig parke wie bei uns. Okay, ich parke auch vorwärts käsig, also da ist kein großer Unterschied. Ja, ne? Sehr schön. Sehr schön geparkt. Dann schnappen wir uns mal den Bus. Nehmen wir den Bus mit. Schöne Pommesdecke. Oh, schöner Imbissbude hier am. Am Hafen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie das bei Lavan gewesen ist mit dem Bus abholen. Wenn ich ehrlich bin. Ich bezweifle, dass hier Geld rumliegt. Wäre schon lustig, wenn hier Geld rumliegt. Und da haben wir unseren Bus. Das nehmen wir mal die Fronttür. Setzen uns hin. Zielanzeige. Außer Service. Dann wollen wir den Bus zurückbringen. Klimaanlage, über Klimaanlage nochmal. Egal, ist ja für uns irrelevant. Gang einlegen wäre für die Fashionraumse lösen wäre sinnvoll. Ja, jetzt haben wir unser Auto hier noch hier stehen, das ist natürlich auch super. Ich wollte nicht blinken, ich wollte nach hier gucken. Wunderbar, jetzt haben wir noch. Das doofe Ding, dass wir unser Auto noch hier rumstehen haben. Das ist halt dann so. Mal gucken, ob wir das irgendwann. Vielleicht gehe ich einfach mit Schnellreisern hier hin oder so. Mal gucken. Knappes Ding, knappes Ding, knappes Ding. Genau, lasse dein Fahrzeug zurück und fahre mit dem Bus zurück zum. Okay, wir sollen das sogar tatsächlich zurücklassen. Ich fahre wieder zu schnell. Ach, wir haben ein Tempomat, ganz vergessen. An und dann können wir auch egal, kann ich dann fahren wir mal zurück zu unserem Hauptquartier, wobei ja gut, das ist ja oben auf dem Felsen ist ja hier das eine Restaurant, naja, mal schauen, vielleicht halten wir da noch mal kurz und ich flitze mal eben hin, damit wir das so ein bisschen freischalten, einfach so on the fly, wobei es besser wäre, wenn wir das Ganze eher mit dem Auto machen. Oder wenn ich das mit dem Auto machen würde. Oh Gott. Ja, das passt schon. Ganz in Ordnung ausgeholt. Weil wir haben es direkt hier, ne? Ich gehe mal eben schnell hin. Muss mich hier ein bisschen beeilen, was das betrifft. So, Santa Ana Experience. Dieses Restaurant wird als Haltestelle für Sightseeing-Touren verfügbar sein und verbessert ebenfalls die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter. 4 Sterne. Das war jetzt 3 von 48. Nicht, ich merke schon, ich bin immer noch ziemlich, ziemlich stark im Bus Simulator 18 Control System. So, dann kämpfen wir uns wieder hier hoch. Ja, das ist schon eng hier alles. Aber ist auch nice, so ein paar enge Straßen.
Wenn das die Kollisionsschaden nimmt, das ist mir schon klar. Da noch mal deutlich mehr rein bremsen können. Also letztendlich getan habe. Hallo? Nein, da kommt nichts. Ich hätte schon vorher einlenken sollen. Merke ich mir. Wie gesagt, muss mir erstmal wieder so ein bisschen hier an die Busse und an den Bus gewöhnen und auch so an die Steuerung. Wobei die Steuerung vom Bus ist angenehmer als die vom Auto. Finde ich jetzt einfach mal. Und die Straßen sind halt wirklich echt eng. Muss man halt einfach mal so sagen, dass die Straßen sehr, sehr eng sind. Also zum Teil sehr eng, vor allem jetzt in den Städten. Jetzt habe ich noch ein Gym entdeckt, hätte ich mal. So. Geht der jetzt eh hier wieder runter. Die 60, die hatten wir, das hatte ich ja sogar schon. Aber wir müssen eh noch, ich muss eh noch mal ein bisschen runterbremsen und wir sind dann ja auch schon gleich wieder direkt bei unserer Garage. Und können dann auch gleich, oder ich kann dann auch gleich die erste Route oder den ersten Auftrag oder so annehmen. Kommt nix, sehr schön. Einlenken. Wieder zu spät. Ich merke schon, wenn ich so weiterfahre, dann gebe ich mehr Geld aus, als ich einnehmen kann. Park auf dem Hof und steige aus. Machen wir es mal. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann zum anderen Hof kommen oder ob wir. Oder ob wir, ob der Bus quasi ein bisschen, ach, ob der Hof geupdatet wird, geupgradet wird und so weiter und so fort, weiß ich gar nicht. Das werde ich alles dann im Laufe der Zeit hier so ein bisschen herausfinden. Oh, wir gucken auch hier rein. Ah ja, ist ja unser, oh, vor allem wir können auch hier rein. Genau. Und dann nehmen wir dann, haben wir jetzt hier, wo wir den Auftrag annehmen können. Was auch immer das zu bedeuten hat. Haben wir jetzt hier unsere Fahrzeuge. Die funktionieren noch nicht so sehr verfügbar, weil ich halt immer noch im Tutorial bin. Und ich würde mal sagen, längenmäßig passt das ganz gut. Dann würde ich sagen, okay, hier liegt aber auch kein Geld mehr rum. Ja, wär schön, wenn hier noch ein bisschen Geld rumliegen würde. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld haben wir jetzt überhaupt gerade. 138.955 Euro. Haben wir noch ein paar Dosen rumliegen, die wir vielleicht auch sogar mitnehmen können. Ah, hier haben wir das Inventar. Sehr schön. Snacks und Getränke. Bestand sie über dich alle Snacks und Getränke. Und dann haben wir hier die Ersatzteile. Das haben wir hier aber. Okay, das Inventar haben wir jetzt auch schon hier mehr oder weniger entdeckt, in Anführungszeichen. Ich weiß aber gar nicht, wie das, ob das Essen halt eher für unsere Angestellten ist oder nicht. Keine Ahnung, werde ich noch herausfinden. Und ich würde sagen, was ich auch schade finde, dass man halt ständig hier die Karte hat, wenn man hier rumläuft noch. Aber ich fände es halt nicer, wenn die Karte hier ein bisschen, oh Gott, wenn wir hier einfach so rumlaufen, ein bisschen verschwindet. Hier haben wir wahrscheinlich die Spinde für die Angestellten, die dann irgendwann mal kommen. Ja, ich würde sagen, es ist ein guter Punkt hier, das Video zu beenden. Und wir haben jetzt unseren ersten eigenen Bus und
nächsten Video fahren wir dann die erste Fahrt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder.